Gutes Zeichen, zumindest hier ist der Graben noch in Benutzung. Mal gucken, wie die Rodung jetzt bei Tageslicht aussieht, bei der wir uns vor einem halben Jahr noch haben durchkämpfen können. Die meisten Wanderer geben dann hier auf. Noch kann man die Spur sehen, aber vorne kommt die Rodung, da wird spannend. Zugegeben, es ist noch ein bisschen nasser als im Oktober, aber das war die Stelle, wo ich bis über die Knie im Modder stand. Ja, rein nominal ist der Graben gut zu sehen, aber der Pfad hier oben umso weniger. Und wenn man den umgehen muss und dann noch im Dunkeln, aber bevor mir einer einen Streckencheck vorwirft, die Westschleife der Midnight Madness gibt es erst nächstes Jahr im Oktober wieder. Dieses Jahr kommt erstmal die Ostschleife. Das heißt, die Vegetation hat noch anderthalb Jahre Zeit, mir die Navigation hier stärker zu vermiesen. Cheatcode vormerken, vielleicht gehen wir auf der anderen Seite vom Graben, weil da weniger Gestrüpp ist. Das ist die gefährliche Stelle. Da haben wir den Graben, da haben wir den Bach und der Graben geht da weiter. Nicht sich verleiten lassen, darauf zu gehen. Weil die Zeiten, wo hier mal ein Trampelpfad war, die sind schon ein paar Jahre vorbei. Jetzt wollte ich gerade behaupten, dass das letzte Stück meistens trocken genug ist, um den Graben selbst zu benutzen. Nicht immer. Hier hatten wir uns im Oktober doch gefragt, ob das hier jetzt als Wanderweg durchgängig auf die andere Seite geschottert wurde. Dann erkunden wir das heute mal. Denn den Weg, den gab es früher noch nicht. Jo, auch wenn wahrscheinlich der Feinsplit noch drauf muss. Eine neue Querverbindung. Oh, der touristische Teil, auf den ich ursprünglich hatte einbiegen wollen. Aber wenn man schon mal so nah dran ist, ist das einfach zu verlockend, nochmal so eine Schlüsselstelle mitzunehmen. So, das reicht mir heute für den Graben. Heute geht es nochmal runter ins Solchbachtal. Den Trail kenne ich zwar schon, aber unten will ich mich da mal links halten, grobe Richtung Mulatshütte Rötchen, wo ich noch nicht war, und mich überraschen lassen, was es da vielleicht zu sehen gibt. Wie nennen die Verkehrsplaner das? Modal Filter. Bis hier kommt man noch mit dem Auto und dann ist es nur noch für Fußgänger zu durchlässig. Dann haben wir hier Trailrunner Badewanne. Ah ne, das ist innen beheizt. Ist kein Planschbecken, ist nur eine Feuerschale. Etwas größere Kalibers. Ja, das mit dem Linkshalten ist nicht so einfach, so wie der Bach hier meandert. Auch keine Schneise auf der anderen Seite zu sehen, dass ich Lust hätte, da durchzugehen. Wir müssen noch ein Stück weiter runter. Ach, müssen wir doch bis ganz hier unten. Hier hat es sich aber einer bequem gemacht. Oder ist es die Osterdeko? Was ist denn da so schön mit Gelände abgeteilt? Ist das so gedacht, dass man hier... Hier ist eine Spur. Was ist das hier? Ach, lass mich raten. Das ist ein Reitweg. Ich wollte gerade auf Angler tippen, aber offenbar wird hier geritten. Ich nehme an, das ist ein Fichteich und das Geländer ist, damit die beim Angeln nicht da reinfallen, wenn der Hecht anfängt, an der Leine zu ziehen. Da unten ist eine eindeutige Furt, aber hier scheint sich auch einer was gebastelt zu haben. Das sieht irgendwie treppig aus. Ist das ein Weg oder ist das ein Weg? Gucken wir mal, ob das ein Weg ist. Nicht unbedingt. Nee, ist keine Trassierung erkennbar. Aber zu früh geärgert. Zumindest zu einem Hochsitz geht's ja. Oh, 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 das fangen wir gar nicht an.
du wuchtest schon in sich und bis über den Bach hat sich dann wohl kaum einer getraut. Hier verliert sich die Spur langsam. Es könnte eine Sackgasse sein. So, Stunde der Wahrheit. Diese Lichtung, auf die vielleicht eine Fahrspur führt. Hier sieht es wie eine Fahrspur aus. Ja, ja, das sieht wie ein Weg. Liegt da nicht auch Müll? Dann ist hier ein Weg. Yep. Hier ist ein Weg. Wieder runter oder weiter rauf. Aha. Da kommt es von dem nächsten Hochsitz. Das ist in die andere Richtung. Dann komme ich ja hier wohl wieder raus. So schnell sagt das jetzt dann doch nicht. Nicht zu früh aufgeben. Liste, da sind wir wieder. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wieder runter ins Tal. Auf den Weg. Oder gehen wir mal die Richtung. Oh Mist, schon wieder Asphalt. Der Name sagt mir was. Ich weiß, dass hier irgendwo eine Schneise durch den Wald geht. Aber wo genau, habe ich mir natürlich wieder nicht eingeprägt. Aber wo kommen wir denn da hin, wenn man immer weiß, wo es lang geht? Oder wo man ist? Ist ja gar kein Abenteuer mehr. Hier kam ein Radfahrer raus. Irgendwo geht es weiter. Irgendwo da oben kommen wieder Querwege. Laut Karte, die da am Parkplatz war. Qual der Wahl. Wir haben gleich zwei Wege zur Auswahl. Ich glaube eher da drüben. Der ist ein bisschen besser. Er windet sich ein wenig. Ja, hier verliert es sich aber jetzt. Man kann die Spur hier nur noch schwach. Wo ist der mit seinem Fahrrad denn dann hergekommen? Seine Spur habe ich jedenfalls verloren. Das Ganze biegt wieder in die Richtung ab. Dann gehen wir mal lieber nach Himmelsrichtung. Was ist das? Ist das ein Weg oder ist das ein... Sollen wir das Ding mal nehmen? Könnte sowas wie ein Weg sein. Sollte das eine der Linien gewesen sein, die als Querweg auf der Karte angezeigt wurden? Oder die ich als Querweg verstanden habe auf der Karte? Interesting. Ah, ein Grenzstein, also ganz so abgelegen kann es nicht sein. Vielleicht gehen wir mal darauf. Hier ist wieder was wie eine Spur zu erkennen. Naja, das sieht schon besser aus. Hätte ich da doch gerade ausbleiben sollen, wo ich als erstes eingebogen bin. Ne? Es ist nicht immer die am besten zu sehende Spur, die richtige. Hier habe ich auch seine Spur wieder gefunden. Und da kommen wir aufs Wegenetz zurück. Ja. Was habe ich vorhin mal gesagt? Man soll nicht zu früh aufgeben. Hier geht der Weg weiter. Ob der wohin führt, ist natürlich eine andere Frage. Wanderer in Sicht, da vorne ist ein Querweg, wunderbar. Entweder ist das wie so unsere Westschleife oder es sieht zumindest ähnlich aus. Dann liegt jetzt vor uns der Struffelt. Richtig erkannt. Dann nehmen wir noch mal ein Stück vom Bodengang mit. So, heute biegen wir dann aber mal auf den rechten Arm ab. Machen wir mal was anderes als bei der Midnight Madness. Hier lohnt es sich jetzt mal, den Bullengang zu nehmen. Zumal er trocken ist und nicht glitschig. Grund Nummer zwei, die Bullen zu meiden. Bin gerade mit der Zehenspitze mal kurz hängen geblieben. Wenn man hier auf die Schnauze fällt, fällt man gleich noch mal einen halben Meter tiefer, 30 cm tiefer. Und ruiniert sich dabei womöglich was als Gebiss an der Kante, wenn man da mit dem Gesicht drauf fällt.
ist das? Sah mir doch von Anfang an ein bisschen zu eckig aus, um eine Tour zu sein. Ein Bunker. Die Ecke gucken wir uns auch noch mal an. Es wirkt von der Ferne zwar etwas natürlicher, aber das ist auch sogar mit Feuerlöscher noch. Nee, um die Ecke geht's nicht. Das ist auch nur noch ein Lichtschein. Aber neben Feuer. Oder ist das hier Geocache? Nee. Schlüsselkasten. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sollen wir den an die Straße legen? Den kann man auch noch mal brauchen. Jetzt bist du auch wieder, wo wir sind. Aha. Was soll das werden? Eine neue Brücke und neue Gasleitung. Na gut, das tangiert uns sowieso nicht bei der Midnight Madness, weil wir eh hier was anderes machen. Na gut, dann eben auch heute, da kann ich mal gucken, warum ich im Oktober so weit nach rechts abgekommen bin. Oh, das ist eine schöne Verfeinerung. Das war sonst trockener. Höchstwahrscheinlich bin ich da zu weit oben lang, statt gleich hier durchzugehen. Ja, das erklärt dann, warum wir da hinten rausgekommen sind. Ja, von da hat es uns im Dunkeln darüber getrieben, dann sind wir da rausgekommen. Gemeint war eigentlich das hier. Und auch die zweite Brücke wird erneuert. Aber auch das tangiert ja die Midnight Madness nicht. Da könnt ihr euch also Zeit mitlassen, wir brauchen die nicht. Man könnte fast meinen, der alte Weg käme wieder zurück. Schön. Ja, meine Befürchtung, der Weg am Tiergehege runter würde mich in den Ort führen, hat sich nicht bestätigt. Hübsch. Dafür, dass das hier verdächtig privat und relativ vernachlässigt aussieht, ist das eine ziemlich aufwendige Brücke. Klingt gefährlich, aber wir sind noch lebendig. Tod, Totenbruch, Tod ist dann wohl auch wieder ein Moorbegriff, wie es scheint. Roadbook-Schreiber aufgepasst, wer hier sagt, geradeaus, darf sich nicht wundern, wenn die Leute da reinrennen. Das ist geradeaus, das ist dem Wegverlauf folgen. Ja, auf die Sackgasse fallen wir nicht nochmal rein. Das habe ich euch schon gezeigt, wie das da eben nichts endet. Na, guck mal, noch ein paar Fennbahngleise hier in Lammersdorf. Das waren dann die Industrieanschlüsse hier für den Güterverkehr. Naja, ich komme ja gleich durch den Ort. Da können wir ein bisschen Müll mitnehmen. Was haben wir hier? 12:25. Die ist noch gut, aber wir wissen nicht, was es ist. Sollen wir uns überraschen lassen oder tun wir nachher im Ort mit in den Mülleimer? Ja, ich habe die Runde gerade erst angefangen. Das wird ein bisschen viel Schlepperei. Ja, wo die Vegetation gerade einen Blick darauf zulässt, da ist einer von den Bunkern hier von Simons Kall schwach zu erkennen. Okay, bei näherer Betrachtung
Wenn es klappert, kann es nicht mehr ganz so frisch sein. Pech gehabt. Die habe ich jetzt von der anderen Kallseite noch gesehen. Warum ist mir der entgangen, als ich die Mountainbike-Strecke hier runterkam? Und das erklärt, warum mir da drüben der Elektrobiker mich das zweite Mal überholt hat. Und die beiden, die werden jetzt wahrscheinlich ihr Rad auch nicht durch den Kall tragen. Da wären wir ohne den Bunkerausflug rausgekommen. Was haben wir hier? Bisschen Baustellentourismus. Aha, da wird die neue Stützmauer gebaut. Anscheinend ein bisschen verbreitert, zumindest stabilisiert. Das war ja immer ein bisschen eng, steil und abrutschend. Auf der Rollesbrucher Seite dasselbe. Aber gut, wir können ja den hier wieder hochgehen. Original oder Abkürzung? Nehmen wir heute mal die Abkürzung und wieder auf den normalen. Den brauche ich euch nicht noch mal zeigen, hier waren wir schon mal. Damals bin ich in die andere Richtung gegangen, weil das hier nur eine Schleife hier wieder zurück macht. Heute nehme ich mal den Umweg mit. Mal schauen, was sich hier vielleicht noch zeigt. So viel zu meinem Orientierunsinn. Ich dachte, ich käme von da und wäre da zurück. Aber da war ich schon ein Stück weiter. Okay. Und da ist noch Originalstrecke. Obwohl ich nicht ganz falsch lag, hier macht es anscheinend doch eine Öse. Und was haben wir da? Ja. Vielleicht habe ich mich doch nicht geirrt, nur dass das hier nicht so befahren ist. Das geht wieder zurück. Aha, auch das macht hier eine Öse, geht wieder auf das Ding zurück. Aber dann wissen wir das auch. Dass auch der Weg wegen der Baustelle an der Straße gesperrt sein würde, war mir klar. Aber nicht auf welche Weise. Zumal es auch verfrüht ist, weil man noch über den Steg auf die andere Seite und dann das Tal Richtung Raffelsbrand hoch kann, braucht man es hier eigentlich noch gar nicht sperren. Liste statt hier direkt an die Straße können wir jetzt wieder den rustikalen Weg die andere Seite nehmen. Dachte ich es mir doch, statt hier den steilen Weg kann man doch da die wesentlich sanftere Biegung nehmen. Ja, die Leute mit ihren Abkürzungen andauernd. Der heutige Weg. War das die alte Streckenführung? Ja. Irgendeinem war dann wohl die Kurve hier zu scharf. Das ist die Original-Wegführung. Aha. Und durch die Trassierung der neuen Route ist hier unten der Anschluss ein wenig zugebaggert. Da sind wir wieder zurück in Kallbrück. Diesmal von der anderen Seite. Das war es, wovon ich am umgestürzten Baum gesprochen habe. Jetzt kommen wir hier links im Tal hoch. Ich glaube, das da unten ist der bekannte Weg. Da ist ein Steilhang betreten verboten. Aber wenn die mit den Bikes hier durchkommen, müsste ich ja auch zu Fuß hier irgendwo vermutlich oben wieder hinkommen, wo ich hin wollte. Oder ist das doch die Sackgasse, die hier in den einen Steinbruch führt, wo ich damals schon mal war? Ich hatte das Gefühl, dass das der Abzweig unten gewesen wäre. Ja, doch, ich erinnere mich, das war der Weg, der hier oben auf die Kante oberhalb des großen Steinbruchs führt. Aber dann gehen wir heute auf jeden Fall hoch auf dem breiten Weg. Ja, vielleicht habe ich ihn damals einfach nur übersehen. Hier ist sogar Wegenetz, wie es scheint.
Folgen wir der Mountainbike-Spur oder gehen wir darauf? Kommt alles aufs selbe raus. Oh, die Baustelle sogar noch mal von oben zu sehen, dank der Rodung. Aber warum ich überhaupt... Das sieht so verdächtig flach aus hier. Und warum ich überhaupt hier drauf gegangen bin, ist... dieser Hinweis darauf, dass das hier ein Bunker gewesen sein könnte. Ich habe wahrscheinlich nicht ganz falsch gelegen, denn das hier ist wirklich unnatürlich eckig und mit einer seltsamen Eisenkristallisation, die es in der Natur so eigentlich nicht gibt. Nee. Das sieht frisch gebrochen aus. Oh, Simonskall jetzt von oben. Nee, das war beschildert mit alte Radspuren im Fels. Wir würden aber dann doch ganz gerne weitergehen, ne? Ich schätze mal, das ist eine temporäre Irritation, denn der Weg geht ja tatsächlich weiter. Ne? Wer noch einen Beweis braucht, wo eine Bank ist, ist ein Weg. Das ist nur vorübergehend ein wenig versperrt. Das ist der ganz normale Wanderweg hier. Ja, ist ein bisschen nass heute. Ja, neue Bänke. Bei der Aussicht über Ficht. Wie heißt das hier? Kluckenstein. Ist das der Stein? Wo ist die Klucke? Nee, es ist mehr als nur das eine Steinchen. Da haben wir noch ein paar mehr. Und da haben wir die Ficht. Das hatte ich euch schon mal gezeigt, als ich das letzte Mal hier vorbeikam. Damals war der Bunker frisch ausgebuddelt. Jetzt sehen wir, was daraus gemacht wurde. Die Terrasse anscheinend. Ja, von der Seite den Einstieg zu finden war jetzt nicht ganz so leicht, aber ich wusste doch, dass hier so ein wunderschöner Weg rauskam. Ist das nicht sogar erneuert? Hier bin ich in der anderen Richtung mal rausgekommen. Jetzt nehmen wir mal in diese Richtung. Ja, liegt schon ein paar Tage, aber das ist, ich würde mal sagen, frisch. Ja, die Bruchstücke, ich sag mal, das ist frisch umgestürzt, auch ohne Botanist zu sein. Ja, eine interessante Dachgestaltung. Und daneben dann sowas. Ah, ja. Kommt man hier irgendwo durch? Yep. Und wenn ich hier rumgehe, dann nur, weil ich etwas entdeckt habe. Einen gesprengten Bunker. Ich schätze mal, von der anderen Seite kaum auszumachen. Von hier brauchst du schon eine Karte, um zu wissen, dass da ein Bunker ist. Da sehe ich eine merkwürdige Formation da hinten. Ich glaube, da gucke ich mir mal an. Ich dachte, ich müsste hier am Feldrand entlang, aber hier ist eine Spur. Hier geht einer.
Das kam mir seltsam vor. Ja, sieht nach Bergbau aus. Irgendeine Bergbauvogel ist das hier. Und wahrscheinlich wird der Weg da nur ein bisschen weggepflügt, denn hier geht er als breite Fahrspur weiter. Ja, dann, da sind auch Reifenspuren. Dann kann ja hier nur irgendwo eine Straße kommen. Siehste. Da sind wir in Mausbach. Da sind wir wieder toll, wenn Orte so Fußgängerdurchgänge, Gänge, so Gässchen haben, die wahrscheinlich aber da nur Insider kennen. Wer kommt als Ostfremder auf die Idee, dass da ein Durchgang ist auf die Felder? Das wäre jetzt genau die richtige Richtung, um wieder auf die Felder zu kommen. Aber das gucke ich mir zuerst an, das sieht lustig aus. Qual der Wahl, es könnte auch, ja, bleiben wir mal hier. Nee, an dem Weg hätte ich wohl nicht so viel Spaß gehabt, der kommt nicht wirklich irgendwo raus. Hier in der Ecke war ich noch nicht. Dann gucken wir uns das noch mal an. Und wo ist der Osterhase? Da ist er am Relaxen. Und wenn mir das jetzt bekannt vorkommt, dann weil wir hier bei der Kartoffelbaumrunde vorbeigekommen sind, wenn ich mich recht erinnere. Wait a minute. Jawohl. Also ein bisschen besser als Asphalt. Ah, ist der schön lang, der Grasweg. Einerseits direkt am Weg, andererseits auch schon touristisch erschlossen. Laut Karte ist das ein Wasserbunker. Kann man auch reingehen. Wunderbar. Das waren wieder Fake News, aber das Gitter habe ich ja von oben nicht sehen können. Aber wir können reingucken. Na, fledern da die Mäuse? Das ist die zweite Kammer. Auf die Bunker bin ich ja letztens schon mal gestoßen, die zeige ich jetzt. Das ist neu, seitdem hat man hier den Zugang ein bisschen trockener gemacht für die Besucher.